Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap. Wir machen weiter hier im, wie heißt denn die Welt hier? Geheime Welt von Tabanta. So. Ja, endlich mal wieder Minish Cap, ne? Ja, und ich weiß gar nicht mal, wie das Spiel hier funktioniert. Nee, Spaß. Natürlich weiß ich noch, was hier vor sich ging. Hier haben wir erstmal ein Mal. Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen nun auch dich tragen. Oh, schon wieder so einmal. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn so eine Tafel explodiert. Ja, ich mich auch. So, Bogen. Mit A schießt man dir. Gehen wir bloß weg. Wir waren noch nämlich nicht fertig da hinten. Wir brauchen noch das letzte goldene Fragment, damit wir dort weiter können. Und das machen wir mal ganz schnell. Ja, Minish Cap. Anderthalb Jahre ist es her, dass der letzte Part kam. Aber so tragisch ist das jetzt nicht. Nö, gar nicht. Okay. So, weiter geht's. Hier müssen wir dann hin. Und flieg, Link, flieg. Schön. So, schieben wir die schon mal rein. Und hier geht's auch rein. So, da haben wir ein paar Schlangen. Genau zu sein, zwei. Schade. Gib mir ein Herz, ich brauch's. Naja, ein Rubin. Okay, das Glücksfragment, das Goldene. Die Fragmente sollen Glück bringen. Ja, ja, wissen wir doch. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, wieder unsere Schuhe nehmen, damit wir rüber können. Pegasus-Stiefel. Oder? Ja. So, dann sind wir hier angelangt. Dann gehen wir von rechts nach links. Mit dir zuerst. Du willst natürlich Fragmente. Ein goldenes haben wir. Beide Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Sprung. Da wird nämlich der Stein zerstört. Wenn wir Fragmente vereinen. Hier haben wir das nächste. Jetzt wird sie gleich fröhlich und lächelt. Zack. Und noch einmal und dann ist es geschafft. Spring. So, lele. Und weiter geht's. Ruine des Windes. Und hier haben wir schon gleich eine Wand, die man zerbomben kann. So. Und hier gibt's ein Glücksfragment. Sag mal, wie viele haben wir eigentlich davon? Ist ja unglaublich. Ja, okay, gar nicht so viele. Naja, gut. Das reicht aus. Vielleicht will ja auf dem Weg hierhin jemand noch vereinen. So, hallo. Du. Ist lästig. So, danke für das Herz. Aber ich wechsle dann doch zu den Stiefeln. Ja, Mann. Überall Gegner, wohin das Auge sieht. Arachnos. Eine Arachnophobie ist die Angst vor Spinnen. Deswegen heißen die auch Arachnos. Definitiv. So, hier geht's rein. Oh, hallo. Zuerst mal hier klauen wir den Glücksfragment. Sorry. Diese Steinsoldaten sind Marionetten, die wir Minish 1 für die Menschen erschaffen haben. Das Geheimnis ist, man kann sie mit dem Schalter ein- und ausschalten. Du willst vereinen? Nein. Naja gut, dann halt nicht. Ja, denn diese Statue, nee, wir wollen nicht rein, ist ausgeschaltet. Also sie leuchtet nicht und wir müssen sie dazu einschalten. Und jetzt sehen wir, dass sein Auge da, wie soll man das darstellen soll, leuchtet, also zumindest weiß es. So, und jetzt musst du nämlich kommen. Und ja, das war's schon. Das war die ganze Geschichte. Ah, es ist Maria und Josef. Lass mich da mal. So, schieben wir den Stein hin. So, machen natürlich alles frei. Können überall Glücksfragmente sein, die sehr notwendig sind. Ja, sieh mal einer an. Zumindest die Grünen bekommen wir hier en masse.
So, weiter geht's nach oben. Da sehen wir eine Höhle, die wir nur mit dem Minish, die wir nur als Minish betreten können. Oh, ja, sehr schwer das Rätsel, ja. Aber weiter geht's. Hier erscheint noch eine Pflanze irgendwann. Hoffe ich zumindest. Okay, weiter geht's. So, und da haben wir dann den Minish-Baum. Wir machen mal hier alles kaputt. Oh, danke. Danke, Anke. Bitte, Brigitte. So. Das erleichtert nämlich die Arbeit, denn wenn hier alles weg ist, können wir hier ganz gechillt durch. Und sonst würden wir immer außen umgehen müssen. So, wir schalten dich mal ein. Aber wir haben natürlich nicht vergessen, was da links noch auf uns wartet. Da war nämlich so ein Raum, den wir nur als Minish betreten könnten. Und auch Kletterpflanzen, die wir nur mit dem Minish machen konnten. Und die nur als Minish machen konnten. So, so, und der war, ich glaube, hier in der Mitte. Und da habe ich auch recht behalten. So, was gibt's hier? Ich weiß es ja schon, aber wisst ihr es auch? Wissen die Fliegen das auch, was es hier gibt? Dann können sie sich ein Herzteil schnappen, wenn sie es wollen. Ja. Aua, jetzt lass mich doch mal. Toll. Du kannst auch schon mal baden gehen, ja. Gibt's halt keine Rubine für mich. Was? Achso. Ja gut, dann halt nicht, aber... Ey, ich stelle mich auch wieder an wie so einer, ey. Herzteile halten, jetzt hast du drei Herzteile, noch eins und du hast ein Herz mehr. Ja, dann haben wir einen neuen Herzcontainer und das ist, glaube ich, wenn ich richtig zähle, Herzcontainer Nummer 10. Oder? Ich weiß nicht. So, aber raus hier. Hier haben wir nichts mehr zu suchen. Und auch nichts verloren. Hör mal. Ich will aber trotzdem hier unten nochmal hinschauen. Gibt's da was? Wir haben 800 Rubine und hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Schade, dass wir als Minish nicht mit den Pegasus-Stiefeln umgehen können. Da wäre das Ganze viel einfacher. Hey, lass mich hier raus. Danke. So, dich haben wir eigentlich schon eingeschaltet, aber das hat nicht gezählt. Na gut, dann halt nochmal. So. Dann machen wir uns wieder groß. Toni oder Felix groß, entscheidet euch. Und ja, komm mal her. Bin ich dich in Feierlaune. Hm. Na, nicht mit den Arachnos. So, Stein da hingeschoben. Ja, Arachno. So. Nee, schade. Okay, dann haben wir hier. Und wenn der uns sieht, dann müssen wir... Für den müssen wir dich erstmal ausschalten. Weil wenn er uns immer sieht, dann erschrickt er sich und läuft in die Lücke und dann können wir nicht weiter. Das ist natürlich schlecht. Schlecht. Okay. Da würde der eine baden gehen. Aktivieren wir gleich zwei. Doppelt hält besser. Oh, Double Kill. Und eine Muschel bekommen wir auch noch dazu. Danke. Wie viel haben wir denn davon? Das würde mich auch brennend interessieren. 478. Bei 999 ist ja die Grenze. Große blaue Rubin, 100 Rubine. 50 mysteriöse Muschel. Na, jetzt geht's ja aber. So, nachdem wir dich ja schon deaktiviert haben, können wir hier weitergehen. Und wir machen mal hier alles frei. Rubine und Muscheln und auch Fragmente können sich hier runter verstecken. Man weiß es ja nie. Tut mir leid, dass ich euch jetzt so lang aufhalte, aber ist ja nur für die 100% hier geeignet. Ja, das ist ein Glücksfragment. Wenn das eine uns fehlen würde, dann am Ende. Das wäre schon bitter. Deswegen immer überall nachschauen. Auch wenn wir da in nahe Hyrule eine große Glücksfragmentestelle haben, wo wir das natürlich machen können. Aber, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob bei 999 Rubinen das Ende war. Das wäre schon scheiße, weil das habe ich ja gleich. Spätestens in dem Dungeon, der jetzt gleich kommt, haben wir das abgeschlossen. So, dann können wir weiter. Vielen Dank dafür.
So. Ja, ziehe eine an, noch eins. Was wollt ihr denn noch? So, wie viel haben wir denn jetzt? Das ja. Aber diese von einem, wo wir nur drei haben, das ist ein bisschen nicht gut. So, noch eins. Okay, jetzt übertreiben sie. So, danke für den Rubin. Ah, noch einer. Müssen wir auch was geben? Nee, schade. Gut, dann sind wir hier. Können wir wieder runter. Nee, wollen wir aber nicht. Hier, im Tor des Windes. Okay, was gibt es hier zu tun? Gehen wir mal von links nach rechts. Die Ruine war offenbar in diesem Steilhang verborgen. Link, gib Acht auf die Fallen, die hier aufgestellt sind. Was für Fallen denn? Bist du wahnsinnig? Hier gibt's doch keine Fallen. Hallo, darf ich mal rein? Danke. So, hallo Mumien. Lasst mich mal in Ruhe, bitte. Okay, Fledermaus. Wehe, wenn du einen Rubin gedroppt hättest, danke. Oder irgendwas Spezielles. So, hier brauchen wir brauchen das hier. Aua. Autschi. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Endbosskampf hier, weil wenn ich mich so anstelle. Aber naja, wir haben ja noch ein bisschen vor uns. Oh, hallo. Why hello there. Ihr geht mir auf den Sack. So, tschüss. Macht's gut. So, hier ist bestimmt auch ein Rubinschleim dabei. Ja, wusste ich's doch. In den reingeraten. Ihr wisst ja, was passiert. So, warte mal eine Sekunde. Wenn wir nämlich den Boomerang hier aktivieren, können wir dich ausschalten. Und wir bekommen dadurch eine Fee. Jawolski. Okay, weiter geht's nach oben. Ja, ist ein Schalter, aber da können wir noch nicht hin. Tschüss. Wow, da wäre ich fast in den Abgrund gelaufen. Link am Abgrund. Blablabla. So, danke. Wie schießt man nochmal die Pfeile? Auf A, oder? Ja, da muss man aber auch Zielwasser getrunken haben. Und das haben wir. So, weiter geht's. Was gibt's hier? What do we have here? Okay. Da stehen. Okay, da können wir nicht vorbei. Warum auch immer. Und hier stehen. Und dann machen wir das hier. Und das Hilfe. Aktiviert euch. Ja, treffen wäre nicht schlecht. Ah! Vom zweiten habe ich mehr Angst. Eins, zwei, drei. Ich kann super zählen. Und da gibt's den Kompass. Ich weiß ja schon, ohne reinzuschauen. Den gib halt trotzdem her. Kompass erhalten, du siehst, wo sich interessante Dinge befinden. Drücke Start und betrachte die Karte. Ich weiß. So, was gibt's hier noch? Ja. Oh ja, sehr nice. Ja, gefällt mir. Weiter geht's. Machen wir hier weiter. Wow. Link wieder auf dem Rande der Welt. Am Rande der Welt. Gibt aber viele. So, hallo. Scheiß Schlangen, ey. Kann Schlangen überhaupt nicht leiden. Außer wenn sie was Gutes droppen haben, aber sonst. So, wie wollen wir das hier gestalten? Machen wir das mal so. Okay, und dann müssen wir das Ganze nur noch so machen. Zack, zack. Und dann müssen wir dich nach oben schieben. Hier sehen wir auch schon, dass wir Schlüssel brauchen. Also hier an dem Screen da rechts. Und ach du Scheiße, da war ja ein Schlüssel. Oh mein Gott, Hilfe. Sollen wir da hinterher springen? Nanu, ist da nicht gerade etwas heruntergefallen? Oder irre ich mich? Nein, die irren sich. Nee, die irren sich nicht. Okay, haben wir den Witz ein bisschen vermasselt, aber egal. Kleiner Schlüssel! Yay! So, weiter geht's. Ein Türchen nach rechts. Wollen wir da schon hin?
Ich muss mir erstmal schauen, was es da oben gibt. Dann kann ich es euch sagen. Nein, da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erst in die dritte Tür von links und die zweite Tür von rechts. Wir wollen uns natürlich noch etwas besorgen. Nämlich hier... Ja, hallo. Soll das ein Überraschungseffekt sein? Hat aber nicht geklappt, sorry. Tut mir leid. So, du bist für die Truhe dahin zuständig, die gleich geöffnet wird. Oder auftaucht. Ich habe lieber Angst vor dem Kerl. Ja, das war klar. Lass mich doch mal in Ruhe. Nix folgt mir hin. Blau. Sind alle blau. Genauso wie ich. Ich bin auch blau. Nein. Ich bin kein Schlumpf. Okay, weiter geht's. Hallo. Und tschüss. Und tschüss. Muss ich Angst haben? Geh mir nicht auf den Senkel. Und du auch nicht. Okay, meinst du, ich sehe schon. Da brauchen wir wieder Verdopplungs-Action. Wir müssen eine Doppelkirsche essen, so wie bei Super Mario 3D World oder der Captain Toad Treasure Tracker. Danke für das Glücksfragment übrigens. Okay. Da ist er an der Wand hängen geblieben. Das ist natürlich nicht so prima. So, ich habe ja am Anfang, oder so ungefähr ab irgendein Teil von dem Video gesagt, dass wir uns noch ein Herz erstammen werden. Könnte knapp werden mit der Zeit, aber das heißt mit der Zeit, ich habe unendlich Aufnahmezeit, aber dennoch. Weißt du was? Ich bin lebensmüde und stürze mich jetzt in den Tod. Oder auch nicht. Denn hier, in der vierten Tür von rechts, links natürlich, gibt es ein Herzteil. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und damit haben wir ein vierte Herzteil ergeben, ein Herzteil um ein Herz. Hilfe! Ja, das war irgendwie klar. Aber naja, gut. Gut, gehen wir den Weg nochmal ganz nach oben. Haben wir eigentlich schon... Ne, haben wir noch nicht. Das bekommen wir bestimmt am entweder am Ende des Dungeons oder irgendwann... Ihr wisst bestimmt nicht, was ich meine. Fuck. Ey, komm schon. Echt unfair. Geht doch nicht. Könnt ihr nicht machen. Er taucht immer wieder auf. Ja, ja, die Skelette heutzutage. So. Gib mir halt nichts. Wäre ich schon fast wieder in den Abgrund gefallen. Nee, 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 das wollen wir nicht. So. Sind wir wieder hier. So. Machen wir uns klein, damit wir dich dorthin aktivieren. So, hallo. Und tschüss. So, der sieht uns natürlich noch nicht, weil wir natürlich ein Minisch sind. Geh mal da rein, bitte. Aber gleich wird er uns sehen. Gleich, ja, gleich wird er uns sehen. Hallo. Und da hat er uns erkannt. Wir sind der Verkäufer von nebenan. Und hier müssen wir den ziehen. Und dann fällt da ein Schlüssel ganz, ganz weit nach unten. Und den wollen wir uns natürlich holen. Wir stürzen uns mal wieder in den Tod. Diesmal nicht als Minisch, sondern als eine normale Link-Figur. Und nach unten noch eins. Und noch eins nach unten. Hallo. Und damit haben wir einen weiteren Schlüssel erhalten. Und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder, wenn es heißt... Hier, da. Da gehen wir dann als nächstes rein. Also nicht verpassen, wir sehen uns da wieder. Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.